Hallo lieber Steinbock und herzlich willkommen zu deinem persönlichen Monatsorakel für den Februar 2021. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen und falls du ganz neu bist auf meinem Kanal, dann heiße ich auch dich ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, wie immer habe ich da wieder was vorbereitet. Vor dir siehst du drei Tarotkarten und diese Karten geben dir einen groben Einblick in den Monat Februar. Das ist quasi das, womit du es zu tun bekommst. Das sind die Hauptenergien. Ja, aber das war es dann noch nicht. Ich werde dann noch ein paar Karten für dich dazu ziehen, damit du noch nähere Hinweise bekommst. Und genau, ich würde sagen, wir legen auch gleich los. Aber ich möchte noch vorher kurz sagen, so wie immer eigentlich, denk daran, dass es ein allgemeines Orakel ist und nicht auf jeden zutreffen kann. Ja, nicht jeder Steinbock kann das gleiche Orakel haben. Ja, falls du dann feststellen solltest, es hat nicht gepasst, es ist nicht eingetroffen, es war nicht stimmig oder wie auch immer, dann schau doch ganz einfach, was du für ein Aszendent bist oder was dein Mondzeichen ist, wenn du das möchtest. Und vielleicht ist da für dich etwas dabei. So, lieber Steinbock. So viel dazu. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit deinem Orakel. Drehen wir die erste Karte um. Da hast du. Okay, das sind jetzt hier die sieben der Kelche. Vorsicht, lieber Steinbock, bei einigen von euch Steinböcken. Vorsicht hier vor Wunschvorstellungen. Ja, hier geht es um Luftschlösser, die man sich baut. Es geht um Wunschvorstellungen, es geht um Illusionen und dass man die Dinger irgendwie nicht ganz so klar sieht. Genau, dass man die Dinge eben nicht ganz so klar sieht, ja. Du wünschst dir wahrscheinlich etwas, du möchtest genau dies und das genauso erreichen, in der Art, wie du es haben möchtest, ja. Was nicht unbedingt etwas mit, ja, der Realität zu tun hat. Es tut mir leid, aber ich muss hier ehrlich bleiben, ja. Also die sieben der Kelche, die stehen wirklich so für die Luftschlösser und dafür, dass man gewisse Träume hat und man ist ja nicht wirklich auf dem Boden der Tatsachen, ja. Aber die sieben der Kelche ist nicht unbedingt immer nur so negativ, sondern sie steht aber auch für deine Träume und Vorstellungen an sich. Das muss ja nicht unbedingt immer schlecht sein, ja? Aber ich würde sagen, lieber Steinbock, wir gucken uns das mal an, womit das eigentlich hier genau zu tun hat. Die zweite Karte für dich, lieber Steinbock, die neun der Kelche. Du wünschst dir auf jeden Fall die Vollendung. Du wünschst dir, dass deine Träume sich hier erfüllen, ja? Entweder kommt es auch so, aber bei einigen von euch bleibt es leider nur erstmal ein Luftschloss. Ja? Während einige Wünsche sich hier wirklich erfüllen, bleiben die anderen unerfüllt, weil es einfach zu unrealistisch ist, auf Deutsch gesagt. Beziehungsweise, weil es etwas ist, was im Moment noch nicht wirklich für dich bestimmt ist. Es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber ich bin hier wirklich ehrlich und ja, genau. Aber wie gesagt, die 9 der Kelche steht eben wirklich für die emotionale Zufriedenheit. Alles wird hier gut. Ja, also du wirst dann wirklich das Gefühl haben, dass du jede Menge erreicht hast und du hast etwas vollbracht, kann man sagen, lieber Steinbock. Ne? Ich würde sagen, wir gucken uns das noch näher an mit der dritten Tarotkarte. Und da haben wir noch eine Kelchkarte. Also es könnte wahrscheinlich auch sein, dass du sehr, sehr emotional sein wirst. Ja. Und mir fällt hier auf, dass das die 7, die 8 und die 9 ist. Ne? Also alles Kelchkarten, also bist du wahrscheinlich auch sehr gefühlvoll. Wie gesagt, wir haben hier die 7, wir haben die 8 und wir haben die 9. Also ich habe das Gefühl, hier geht es auch wirklich um Fortschritte. Es geht ja darum, dass wirklich, ja, dass es sozusagen darum geht, einen Schritt nach dem anderen zu verwirklichen. Ja? Dabei geht es eben auch darum, dass man irgendwelche unrealistischen Erwartungen loslässt. Und dass man sich da jetzt wirklich umschaut nach neuen Möglichkeiten. Ja? Die Achterkelche stehen wirklich auch dafür, dass man etwas hinter sich lässt, dafür, dass die Stagnation aufhört. Denn ich habe das Gefühl, dass du wahrscheinlich in einer Situation warst, die wahrscheinlich nicht wirklich vorwärts ging bisher. Und ab dem Monat Februar geht es aber vorwärts, weil wir haben ja hier sogar im Zentrum die 9. Kelche und das ist die emotionale Zufriedenheit, das ist die, ja, das ist wirklich eine Zufriedenheitskarte und die Wunscherfüllung eben auch, ja. Sofern du wirklich dazu bereit bist, die Dinge wirklich klar zu sehen auch, ja. Also bei einigen Steinböcken ist es so, ihr macht euch da Illusionen, irgendwas ist hier nicht so ganz richtig, ja, aber bei einigen, also bei vielen Steinböcken spüre ich wirklich, okay, es kommt hier auf jeden Fall zur Wunschvorstellung, alles läuft genauso, wie ihr euch das vorgestellt habt und ich habe wirklich das Gefühl,
dass das Ganze für euch sehr, sehr emotional wird. Also ihr seid sehr, sehr emotional im Februar. Ja, weil es sind drei Kelchkarten, also hier geht es ja wirklich ans, entweder geht es wirklich ans Eingemachte oder ihr seid einfach sehr, sehr gefühlvoll, sehr emotional. Ne? Okay, ich würde sagen, wir schauen uns das näher an, lieber Steinbock. Ich habe auch das Gefühl, es geht wirklich, wie ich gesagt habe, um Fortschritte. Ja? Deswegen ja die 7, die 8 und die 9. Ja? Also hier ist es wirklich so, es geht hier vorwärts, einen Schritt nach dem anderen. Ja? Also nichts wird jetzt hier irgendwie übersprungen. Auch wenn du das wahrscheinlich ganz gern hättest, so bekomme ich das rein. Aber hier geht es darum, Schritt für Schritt und nicht gewisse Dinge zu überspringen, die dann eventuell wirklich wichtig sind, ne? Für dich und dein Weiterkommen sozusagen. Okay, lieber Steinbock, wir schauen weiter. Die ist runtergefallen. Alles klar, der König der Luft. Okay, ich würde sagen, wir fangen jetzt auch mal mit dieser Karte an. Die hat sich jetzt hier sofort umgedreht. Der König der Luft. Dieser ist brillant, unparteiisch, professionell, diplomatisch. Äußere dich selbstbewusst, suche professionellen Rat. Bringe rationale und emotionale Überlegungen in die Balance. Also, ich habe ja gesagt, lieber Steinbock, du könntest im Februar sehr, sehr emotional sein. Deswegen ist es hier umso wichtiger, dass du hier deinen Verstand mitnimmst. Ja, also höre hier auch auf deinen gesunden Menschenverstand. Das ist sehr, sehr wichtig, dass du wieder auch mehr, dass bei dir jetzt wirklich Kopf und Herz miteinander Hand in Hand gehen sozusagen, dass da ein Gleichgewicht stattfindet. Ne? Aber der König der Luft könnte auch wirklich jemand sein, bei dem du dir Hilfe suchst, bei dem du dir Rat suchst. Vielleicht ist es wirklich jemand, der hier für dich kämpft, sozusagen, Entschuldigung, in irgendeiner Angelegenheit. Ja, das kann jetzt sozusagen auch der Fall sein. Gucken wir uns mal diese Karte an. Da hast du die 6 des Wassers. Okay, Erinnerung aus deiner Geschichte oder Kindheit, etwas, das mit Kindern zu tun hat. Die Vergangenheit verklären. Das passt auch sehr gut zu den Achterkelchen mit der Vergangenheit verklären. Also hier geht es darum, dass du etwas loslassen darfst. Vielleicht geht es darum, dass du noch irgendjemandem etwas verzeihen musst. Das kann jetzt hier der Fall sein. Aber ich habe das Gefühl, dass das vielleicht irgendetwas mit Kindern zu tun haben könnte. Vielleicht geht es hier aber auch um eine Erbschaftsgeschichte, weil Kinder stehen auch für das Erbe, zumindest im Lendemann oder im Kipperdeck. Das, was ich auch reinbekomme. Aber es könnten hier wirklich Themen sein, noch aus irgendeiner Kindheit. Vielleicht geht es aber auch um Kindheitsträume, die du jetzt nun verwirklichst. Ja, dann wirst du, lieber Steinbock, wirklich brillant sein und dann wirklich auch in der Lage sein, deine Wünsche zu erfüllen. Das ist eine sehr, sehr gute Neuigkeit. Ja, wie gesagt, das ist allerdings ein allgemeines Orakel. Ich muss hier wirklich mehrere Szenarien ansprechen. Ja, genau. Ich würde sagen, wir schauen weiter. Vielleicht ist diese Person, mit der du es hier zu tun bekommst, auch aus deiner Vergangenheit. Vielleicht ist es jemand, den du von früher kennst. Auch das kann jetzt hier sein, ne? Falls das jetzt hier niemand ist, der dir hilft, so als Anwalt oder wie auch immer, ne? Als Berater, sage ich jetzt ganz einfach mal, ne? Okay, schauen wir weiter. Steinbock. Okay, die wollten jetzt noch unbedingt. Das ist interessant, da bin ich gespannt. Okay, tun wir die mal an die Seite. Und da hast du hier als erstes. Es geht darum, dass du wirklich jetzt Ausdauer haben musst und durchhalten sollst. Ja, und das ist hier nämlich auch damit gemeint. 7, 8, 9, was ich eben gesagt habe. Und hier ist sogar noch die 6. Also 6, 7, 8, 9. Ich habe das Gefühl, es geht hier, also es geht vorwärts, ne? Aber wirklich schrittweise. Schritt für Schritt. Und deswegen
Es ist wirklich so, dass du hier auf jeden Fall durchhalten musst. Und hier sehen wir auch eine Uhrzeit. Also das braucht alles natürlich seine Zeit. Aber wenn die Zeit gekommen ist, wirst du hier wirklich zufrieden sein. Ja, genau. Also du musst hier wirklich noch einiges an Ausdauer sozusagen, ja, beweisen, ne? Die zweite Karte. It's always tea time. Okay, das Ganze kommt dir wirklich wie eine Ewigkeit vor, ne? Es ist immer, ja, Teezeit sozusagen, ne? Und hier geht es um endlose Momente, es geht um die Ewigkeit und es geht um Wiederholungen. Also, vielleicht ist es so, dass du gewisse Verhaltensweisen immer und immer wiederholt hast, ja? Aber ich habe das Gefühl, dass dir das wirklich vorkommt, als ob sich das Ganze immer wiederholt und es kommt einfach nicht zu einem Ende. Du bist immer sozusagen kurz vor der Vollendung. Dafür steht die 9 übrigens auch. Die Nummer 9 steht kurz vor der Vollendung, ja. Aber irgendwie wird hier nie irgendwas vollendet. Irgendetwas ist hier endlos. Es kommt nicht zu einem Ende in deiner Angelegenheit, ja. Ja, es wird aber zu einem Ende kommen. Aber du brauchst ja definitiv Ausdauer, ja. So, lieber Steinbock, die letzte Karte aus diesem Deck. Uhrzeit. Du fühlst dich hier unter Druck gesetzt, beziehungsweise du hast das Gefühl, dir rennt irgendwie die Zeit davon. Ja, hier geht es um das Thema Zeit, es geht um Druck und in a rush. Also, das ist so ein bisschen wie, ja, man fühlt sich hier so ein bisschen in Eile sozusagen. Man möchte sich hier beeilen, damit hier etwas über die Bühne gebracht wird, damit sich deine Träume hier erfüllen oder das eben so ausgeht, wie du das eben ganz gerne hättest. Ja. Deswegen, also man hat hier die Uhrzeit und man hat hier die Uhrzeit. Also geht es hier wirklich darum, dass du wirklich sehr, sehr viel Wert auf Zeit legst. Entweder hast du das Gefühl, Mensch, es muss doch jetzt endlich mal vorwärts gehen. Ja, es muss doch jetzt endlich mal was passieren. Und deswegen machst du wahrscheinlich auch Druck bei anderen Menschen eventuell. Ja, eben weil dir das wirklich vorkommt, wie endlose Momente. Na, du hast das Gefühl, es geht nichts vorwärts, aber du kannst wissen, es geht vorwärts. Ja, Schritt für Schritt. Also hab hier Ausdauer, lieber Steinbock. Ne? Ja, ich hätte dir gerne eine andere Nachricht gegeben, aber naja, ne? Okay. So. Lieber Steinbock, wir schauen mal, was der Februar für dich noch bringt. So, da hast du The Grail Knight. Das ist der Gralritter. Und das finde ich interessant. Hier drunter steht auch Illusion. Und ich habe am Anfang gesagt, dass die sieben der Kelche auch für eine Illusion stehen. Lieber Steinbock, mach dir hier wegen irgendetwas keine Illusionen. Bleibe bitte hier auf dem Boden der Tatsachen. Auch wenn du dir wünschst, dass das so und so ablaufen soll, dass das so und so für dich ausgehen soll, ja? Also hier wird gesagt, bitte mach dir hier keine Illusion. Ja. Ansonsten kann es hier wirklich auch um eine Romanze gehen. Ich habe ja gesagt, dass es hier sehr, sehr gefühlvoll ist, das Ganze. Ja, also hier sind wirklich sehr, sehr viele Kelche im Spiel, also sehr, sehr, sehr viele Gefühle auch im Spiel. Also es ist wahrscheinlich ein Liebesthema. Ja. Wahrscheinlich geht es hier um eine Romanze. Das könnte jetzt hier alles übrigens auch ein Liebesthema sein, für einigen Steinböcken. Ja. Du hast das Gefühl, mit dieser Person geht es einfach nicht vorwärts. Höchstwahrscheinlich ist das jetzt hier der King der Luft. Der King der Luft, oh Gott, Deutsch, Englisch. Das ist jetzt hier der König der Luft. Wahrscheinlich ist das jetzt hier die andere Person. Wahrscheinlich ist es jemand, der Wassermann, Zwillinge oder Waage ist. Ja. Und du hast einfach das Gefühl, es geht nicht vorwärts. Du wartest schon lange darauf, dass dein Wunsch endlich mal erfüllt wird. Ja. Und deswegen ist es wahrscheinlich so, dass du den anderen unter Druck setzt, so nach dem Motto, steh endlich zu mir, wann wollen wir endlich zusammenkommen, beziehungsweise wann wollen wir endlich zusammenziehen. Du hast hier gewisse Vorstellungen, lieber Steinbock, während der andere mehr unparteiisch ist und sich wahrscheinlich mehr so ein bisschen zurückhält. Ja? Das könnte jetzt hier auch ein klassisches Szenario sein. Genau, und du hast einfach das Gefühl, dass du dich mit dieser Person einfach im Kreis drehst. Es hat einfach kein Ende. Ja, es kommt zu keiner Veränderung. Es kommt, ja, es wird einfach nicht so, wie du es ganz gern hättest mit dieser Person.
Lieber Steinbock, ne? Okay, wir gucken weiter. So. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Da hast du. Okay, ich damit Grenzen. Liebe dich selbst genug, um die Anforderungen der anderen an deine Zeit und Energie zurückzuweisen. Also, lieber Steinbock, ich habe das Gefühl, das Thema Grenzen setzen scheint jetzt hier sehr wichtig für dich zu sein. Vielleicht, ich habe das Gefühl, dass du in dieser Situation, was auch immer jetzt hier bei dir der Fall ist, du weißt es jetzt am besten. Du bist ja jetzt so, dass du jetzt einfach mal sagst, hier bis hierhin und nicht weiter. Ja, vielleicht ist es sogar auch so, dass du überhaupt nichts dafür konntest mit diesen endlosen Momenten und mit diesem Warten sozusagen. Vielleicht hat man dich auch absichtlich hingehalten, so ein bisschen, ja. Dann ist es so, dass du jetzt im Februar sagst, hier so und so. Und nicht weil, ja, Schluss jetzt mit dem Warten, ja. Also, ich habe das Gefühl, dass das Thema Zeit hier eine große Rolle spielt. Nicht, weil irgendwann etwas oder an einem bestimmten Zeitpunkt etwas Wichtiges passiert, sondern ich glaube, dass es hier wirklich jetzt auch um Zeit, ja, einfach geht, weil einiges wurde jetzt hier, es kam einfach nicht, es ging nicht vorwärts, ja. Du musstest sehr, sehr viel Ausdauer beweisen. Ja, und deswegen ist es jetzt wahrscheinlich so, lieber Steinbock, dass du jetzt anfängst, den anderen Personen, die dann noch mit involviert sind, Feuer unterm Hintern zu machen. Und dass du jetzt einfach mal sagst, wo es lang geht, auf Deutsch gesagt. Ja, so nach dem Motto, Leute, es ist dringend, beeilt euch jetzt. Es ist jetzt wichtig, sozusagen. Ne? So spüre ich das. Okay. So, pass auf, ich werde jetzt noch mal schauen, wie das dann, wie diese Angelegenheit sich jetzt entwickelt für dich. Weil wir sehen ja wirklich, dass es anscheinend so ist, dass du sehr, sehr viel Durchhaltevermögen beweisen musst und sehr, sehr lange schon darauf wartest und dass es das einfach alles kein Ende nimmt, beziehungsweise dass es eben nicht zur Vollendung kommt. Ja? Dass man eben ständig sucht, sucht, sucht und so weiter und so fort. Aber irgendwie geht es hier anscheinend nicht vorwärts. Deswegen möchte ich jetzt ganz gerne mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Wie entwickelt sich diese Angelegenheit hier jetzt für den Steinbock? Also einmal die und diese hier. Schauen wir uns das mal an. Da hast du als erstes Lernprozess, Bildung, Prüfung, Wissen. Ja, das ist jetzt sozusagen eine Prüfung für dich. Das ist auch ein Lernprozess irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass das wirklich momentan einfach so sein soll. Und wie ich schon gesagt habe, es geht hier vorwärts, aber nicht so, wie du es ganz gern hättest. Deswegen auch die sieben der Kelche. Die stehen nicht nur unbedingt für die Traumtänzerei, sondern etwas entwickelt sich nicht ganz so, wie du es ganz gern hättest einfach. Ja? Und das ist jetzt einfach für dich ein Lernprozess einfach. Ja, ich weiß, es stinkt wahrscheinlich für dich zum Himmel. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, aber leider ist es nun mal so. Ja. Gucken wir uns jetzt noch die zweite Karte an. Da hast du, oh mein Gott, das kann ja wohl nicht wahr sein. Geheimnisse, Unausgesprochenes, Unklarheit. Also, lieber Steinbock, es könnte passieren. Tut mir leid, dir so eine Nachricht überbringen zu müssen, aber es kann wirklich sein, dass du da noch nichts wirklich da irgendwie rausbekommst, beziehungsweise dass man dich sozusagen noch so ein wenig länger im Regen stehen lässt. Ja, also du darfst wahrscheinlich auch weiterhin noch mit Geheimnissen rechnen, etwas ist noch nicht wirklich offenbart, etwas kommt noch nicht wirklich ans Tageslicht und das ist jetzt wirklich eine Prüfung für dich. Ja, das ist jetzt hier sozusagen wirklich eine richtig, ja, wirklich fiese Prüfung eigentlich, ne, wo wirklich dein Durchhaltevermögen, dein Vertrauen und Ausdauer gefragt ist. Ja. Okay. Aber ich bekomme jetzt noch mal einen kleinen Ratschlag für dich, beziehungsweise eine Botschaft der Engel für dich. Ich frage mal, was die Engel dir da jetzt zu sagen haben, lieber Steinbock.
Okay. Hohepriesterin, du verfügst über göttliches Wissen, das anderen helfen kann, wenn du es weitergibst. Das habe ich übrigens gerade vorgelesen. Okay. Da ist jetzt noch eine Karte runtergefallen. Und das ist Siege mit Stille. Erschaffe dir eine Zeit der Stille, um zu ruhen, zu meditieren und um in dich zu gehen. Das ist jetzt hier ein Hinweis für dich. Ich bekomme das so rein, lieber Steinbock. Wenn du dich hier zurückziehst, wenn du mehr meditierst, wenn du in die Stille gehst, dann glaube ich, kommst du hier zu Antworten. Das ist das, was ich mit der Hohepriesterin gerade in Verbindung bringe. Ja. Kann natürlich jetzt auch ein Hinweis für dich sein, lieber Steinbock, dass du dein Wissen weitergeben sollst. Aber ich habe das Gefühl, wenn du meditierst und dir mehr Zeit für dich nimmst, dann bekommst du definitiv von deinem Inneren, da werden deine Fragen beantwortet. Ja, nicht im Außen, aber in deinem Inneren. Weil intuitiv kennst du bereits all die Antworten auf deine Fragen. Ja, das ist jetzt hier ein Hinweis für dich. Ich glaube auch, dass du bitte unbedingt auch auf auf deine Intuition achten sollst und auch auf Eingebungen. Ja, also es fällt einem übrigens leichter, auf die Intuition zu hören oder Eingebungen wahrzunehmen, wenn man sich wirklich, ja, wenn man sich einfach Zeit für sich nimmt und wenn man einfach mal in die Stille geht. Na? So, jetzt habe ich hier noch Astrologiewürfel für dich. Und da werden wir mal schauen, lieber Steinbock, was wir hier noch nähere Hinweise bekommen in Bezug auf diese Angelegenheit, beziehungsweise was dich jetzt hier im Februar noch erwartet. Wir schauen uns das mal an. Was erwartet dem Steinbock jetzt noch im Februar? Was bringt der Februar jetzt noch dem Steinbock? Okay, du hast hier das siebte Haus, du hast Skorpion. Hoppala. Und das war, der hat sich jetzt gerade umgedreht, das war der Saturn. Saturn steht übrigens auch für das Thema Wissen, Prüfung und Lernprozess. Passt also schon mal sehr, sehr gut. Der Saturn, das ist, also wir haben ja jetzt das Jahr des Saturns. Ich glaube, ab dem 20. März, nur mal so Info nebenbei, aber der Saturn steht eben auch für, ja, es ist der Planet der Wahrheit. Ja, und das momentan, diese Angelegenheit, in der du dich gerade befindest, ich sage es nochmal, das ist jetzt hier sozusagen die doppelte Bestätigung mit dem Saturn. Das ist eine Prüfung für dich. Das ist jetzt wirklich eine harte Prüfung für dich. Und hier geht es wirklich um Ausdauer. Ja. Du bist wahrscheinlich keine geduldige Person. Aber ich glaube, dass das jetzt deine Lernaufgabe ist. Na? Wir haben hier jetzt noch das siebte Haus. Und das siebte Haus steht für Partnerschaften, für eine andere Person, um die es hier geht, weil das erste Haus steht mit dem siebten Haus sozusagen gegenüber. Ja, das erste Haus repräsentiert sozusagen dich, das ist dein Ich, ne? Und das siebte Haus steht immer sozusagen für den anderen, das ist sozusagen dein Gegenüber. Also geht es hier wahrscheinlich noch um eine andere Person, die hier mit involviert ist, ne? Ansonsten kann das jetzt hier wirklich, kann es sich hier um eine Partnerschaft handeln, wahrscheinlich mit einem Skorpion, ja? Ja, das kann jetzt eben auch der Fall sein, dass eben deine Partnerschaft mit diesem Skorpion eventuell jetzt wirklich auf die Probe gestellt wird. Und der Saturn, ich will jetzt keine Angst machen, aber ich sage es so, wie es ist, der Saturn bringt immer das auseinander, was nicht zusammengehört, aber er führt auch das, was zusammengehört. Ja. Also kann es jetzt hier wirklich um eine Partnerschaft gehen. Entweder kommst du hier mit jemandem zusammen, was hier zusammen gehört, das ist wahrscheinlich ein Skorpion, oder du mit deinem Skorpion gehst hier auseinander. Es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber ich muss hier ehrlich sein, ja. Ansonsten steht das siebte Haus übrigens auch für Entscheidungen und für Gerechtigkeit, weil das siebte Haus herrscht über Waage und Waage, das ist auch die Gerechtigkeit. Es geht ja wahrscheinlich auch um eine rechtliche Angelegenheit, ja. Skorpion steht nicht nur unbedingt auch für das Sternzeichen Skorpion, sondern Skorpion steht wirklich für eine Transformation, für Ende, Anfang. Ja, also ich habe das Gefühl, dass diese Ge Angelegenheit nun sich langsam aber sicher dem Ende zuneigt, auch wenn das jetzt erstmal noch nicht wirklich ersichtlich ist. Aber ich glaube, dass das wirklich in die Transformation geht, dass sich da einiges ändern wird. Ja. Und deswegen, das kann das mit den Geheimnissen, das hatte ich vorhin auch in Gedanken, ich habe es vergessen auszusprechen. Geheimnisse, da habe ich reinbekommen eben auch. Ich glaube, du sollst
noch nicht wirklich wissen, wie das endet. Ja, manche Dinge bleiben erstmal noch unbeantwortet. Ja, ich weiß, es ist nicht wirklich nett, aber na, das ist halt oftmals so. Rätsel sind Teil des Lebens. Stell dir mal vor, du wüsstest schon alles über dein Leben oder wie dein Leben so wird und so weiter. Das wäre doch langweilig, ne? Okay. So, lieber Steinbock, ich habe mir jetzt noch mal was überlegt. Habe ich bei den anderen Sternzeichen bis jetzt auch gemacht und das mache ich dann auch bei Wassermann und Fische so. Du kannst dir jetzt mal eine Frage überlegen, irgendeiner. Und wir schauen dann mal, was hier für eine Antwort kommt für dich. Falls dir jetzt keine einfällt, lieber Steinbock, dann würde ich dich bitten, das Video anzuhalten, wenn du das möchtest. Wenn du eine weißt, dann würde ich sagen, fange ich auch gleich an zu mischen. Und wir schauen, was dich jetzt hier als Antwort erwartet. Da ist sie schon. Hast du das gesehen, wie die jetzt gerade in die Kamera geflogen ist? Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch eine nehmen soll. Pass mal auf, ich nehme mal noch eine. Also wie gesagt, lieber Steinbock, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du dir jetzt eine Frage überlegt hast. Okay, ich mische, ne? Okay, das ist eindeutig. Ich beginne aber mit der Karte, die er unbedingt wollte. Jetzt komm her. Das ist schon mal die Antwort auf deine Frage, beziehungsweise eine Botschaft, die unbedingt jetzt wollte. Du wirst froh sein, dass es geschieht. Das ist hier die Antwort auf deine Frage, lieber Steinbock. Du wirst froh sein, dass es geschieht. Die zweite. Meide die naheliegende Lösung. Okay, interessant. Meide jetzt also die naheliegendste Lösung. Also hier wird wahrscheinlich auch gesagt, meide jetzt sozusagen das Logische oder meide das, was jetzt am ehesten der Fall wäre. Ja, also hier geht darum, hier wird wahrscheinlich gesagt, je verrückter es klingt, umso wahrer ist es aber. Weißt du? Das ist jetzt hier die Antwort, lieber Steinbock. So, zu guter Letzt werde ich dir jetzt noch die Karten vorstellen, die ich benutzt habe. Da habe ich verwendet zum Schluss die Karten, das war aus dem Entscheidungsorakel. Dann habe ich benutzt, das ist das Matera-Orakel. Dann habe ich verwendet, das ist das Alice the Wonderland-Orakel. Dann habe ich benutzt, das ist das Orakel der Göttinnen von Doreen Virtue. Dann habe ich verwendet, das ist das Engeltarot von Doreen Virtue. Und auch dabei war das Wisdom of Avalon Orakel. Und zu guter Letzt verwendet die Tarotkarten am Anfang. Das waren Karten aus dem Radiant Wise Spirit Tarot. So, lieber Steinbock, ich wünsche dir trotzdem einen wundervollen Februar und sage bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen. Tschüss.